Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feuroberbier-Podcast. Heute dreht sich alles um die Stadt, wie man lebt in dieser Stadt, wie man genießt und was man alles machen kann in diesen warmen Monaten. Das ist die Sommerausgabe vom Feuroberbier, aufgezeichnet direkt am Rheinbad, hier am St. Alban Rheinweg in der Piccolo Cibo Buvette. Feuroberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das. Unser heutiger Gast ist jemand, der die Stadt sehr gut kennt, der gerne in dieser Stadt unterwegs ist, gerne auch in der Weizen unterwegs ist, gerne das Leben genießt. Eine stadtbekannte Figur, das ist der Heinz Hovadik, der Rosenkönig, der auf dem Marktplatz die Rosen verkauft. Unternehmer. Heinz, herzlich willkommen, schön bist du hier. Danke vielmals für die Einladung, Herr der Blausch, dass ich da sein darf. Neben mir am Tisch ist auch der Luca Thoma, Redakteur bei Prime News. Luca, hallo. Hallo zusammen. Ebenfalls hier mit uns ist Magali Eco, die neu bei Prime News ist und hier reinschnuppert bei uns. Magali, schön, dass du hier bist. Hallo, danke, dass ihr hier seid. Mein Name ist Oliver Stärchi. Heinz, du bist bekannt dafür und teilst das auch auf deinen Social Media Kanälen, deine Gastroerlebnisse hier in der Region. Was ist für dich die Entdeckung von diesem Sommer? Was hast du neu entdeckt? Wo kann man schön draußen sitzen? Wo kann man schön essen? Ja, das ist relativ beschämend, dass ich das erst jetzt entdeckt habe. Aber das wäre der Wiesengarten in Riechen. Mhm. Und den gibt es ja schon Ewigkeit, aber ich hatte den einfach nicht auf dem Radar gehabt. Und er ist wunderbar erreichbar. Du kannst mit dem 6er rausfahren und läufst nach 5 Minuten ab und dann hast du einen wunderbaren Garten mit einer top italienischen Küche. Italienisch, was ist die Spezialität? Was kannst du empfehlen? Ja, also Pasta hat er mit verschiedenen Soßen und da ist er also sehr, 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 sehr gut. Sonst ein bisschen hier in Basel im Sommer, du bist jetzt nicht in der Ferien oder hast du noch vor, noch einmal zu verreisen? Machst du Ferien in der Stadt? Ich mache Ferien in der Stadt, weil im Moment ist für mich die Fliegerei nicht angesagt. Ich habe einfach keine Lust, irgendwo in ein Chaos hineinzukommen. Ja. Muss nicht sein, aber ich bleibe in der Stadt, das ist schön da. Und eben, ich bin jetzt gestern wieder im Bottminger Weiherschloss und auch da, schöner Garten. Und es ist einfach, da kann man sich in der Stadt wunderbar bewegen und hat es einfach nur gemütlich und schön. Du scheinst einer der wenigen zu sein, der auch hier bleibt, oder? Sonst viele Baslerinnen und Basler gehen ja weg im Sommer. Sie sagen, es ist zu heiß in der Stadt, die Stadt ist tot in der Sommerferien, es läuft nichts. Du siehst das in dem Fall nicht so? Nein, das sehe ich überhaupt nicht so, weil die Stadt ist nicht tot. Man kann im Bach schwimmen und man kann ja zu Abend mal rüber schauen, aufs Rheinbad rüber. Und dann siehst du auch für sich Tausende von Menschen, die da sich im Wasser tummeln oder am Rheinbad hocken und den Plausch haben und Party feiern. Sehen das die anderen am Tisch auch so? Luca, du bist auch jemand, der gerne verreist noch im Sommer. Kann man auch den Sommer gut verbringen in der Stadt? Ja, ich würde schon meinen, ich habe das, glaube ich, der letzte Sommer bin ich halt pandemiebedingt zum ersten Mal seit Jahren wieder mal ein bisschen länger in Basel gewesen und habe doch auch eine gute Zeit gehabt, muss sagen. Genau das, was der Heinz angesprochen hat, eben so der Buvette-Lifestyle, ein bisschen im Rhein sein, habe dort dann in Klein-Basel gewohnt, das ist wirklich lässig gewesen, ja doch. Cool. Ja, man könnte sich eigentlich auch ein bisschen wünschen, dass es fast noch mehr von diesen Angeboten gibt. Oder? Wir haben jetzt hier die Buvette, die wir hier sind, ist jetzt relativ neu, glaube ich, seit 2 Jahren hier am St. Alban Rheinweg. Sonst gibt es dann weiter vorne beim Biers Köpfli noch etwas. Sonst konzentriert sich ja recht stark auf den unteren Rheinweg. Ich weiss nicht, Magali, wie siehst du das? Hast du das Gefühl, Basel bietet jetzt im Sommer genug so Outdoor-Gelegenheiten, wo man etwas trinken kann, wo man ein bisschen raussitzen kann? Jetzt abgesehen davon, wenn man, statt dass man einfach ans Rheinufer sitzt oder dass man auch noch ein bisschen herangehen kann. Da hat es noch Optimierungsbedarf. Also ich finde, es gibt definitiv noch Optimierungsbedarf. Es ist besser geworden, habe ich das Gefühl, in den letzten paar Jahren, aber von mir aus könnte es gerne noch etwas mehr geben, was auch ein bisschen die jüngeren Menschen anspricht, sprich so vielleicht die Anfangs 20-Jährigen. Irgendwie so vielleicht etwas noch mit ein bisschen Musik, aber ja, also ich würde es sehr begrüßen, denke ich, auf jeden Fall. Reden wir doch noch ein bisschen allgemein über die Stadt. Heinz, du bist ja ein Auswärtiger, du kommst ursprünglich aus dem Grossraum Zürich, ja, aus Winterthur. Wie lange bist du schon in Basel? Ja, 20 Jahre. 20 Jahre. Bist du da schon einbaselert? Ja, also bis auf die Sprache. Also teilweise mit der Sprache. Eben die nötigsten Ausdrücke, die hast, aber sonst bleiben beim Zürichdeutsch. Oder? Und da wirst du dann noch mehr... Ja, ist kein Problem. Kein blöder Sprüche. Nein, nicht mehr, weil ich bin schon lange da, man kennt mich relativ gut.
Und dann nachher sagt da niemand mehr etwas. Das war am Anfang schon so. Was macht denn Basel lebenswert jetzt aus deiner Perspektive? Es ist ein Dörfli. Und das ist, das das ist... hat Zürcher gesagt, hören wir das nicht gerne. Nein, das ist schon klar. Aber das ist es einfach. Ich sage, es ist klein, es ist gemütlich, es ist erreichbar. Eben, ich bin jetzt hier hingelaufen. Man braucht. Wenn es nötig ist, kann man das Tramli nehmen, aber man ist einfach näher beieinander und man kennt sich. Mhm. Also das ist lebenswert. Das ist sehr lebenswert, weil da, man sagt, noch nicht gerade jedem grüezi, aber es ist eine Stadt, aber eigentlich ist sie klein geblieben. Aber ist es nicht auch ein bisschen einengend, wenn man immer wieder die gleichen Leute sieht und an all diesen Anlässen und überall, wo man hingeht, oder? Es ist immer die gleiche Clique umeinander. Ja, das ist natürlich schon so, aber das macht ja auch noch Spass. Oder wenn man die Leute kennt, ich zum Beispiel für mich, ich habe jetzt den Vorteil, dass mir das Freude macht, dass ich nur noch mit diesen Leuten muss verkehren muss, die Spass machen. Also ich muss nicht mehr netzwerken, ich kann machen, was ich will. Und dann ist es auch für sich schön, wenn du die Leute triffst, die du halt treffen willst. Luca und Magali, ihr seid beide in der Stadt aufgewachsen, ihr seid noch mehr verwurzelt hier in der Stadt als die Auswärtigen, die hier ankommen. Wie seht ihr das? Ist das euch nicht ein bisschen zu eng hier? Also ich muss anmerken, ich bin wieder Heinz auch geborener Winterthurer. Stimmt, ja. Bin aber super. Ja, hopp, FC Winti. Nein, ich wohne schon in Basel, seit ich 5 bin. Nein, es gibt ja viele Leute, die sagen, Basel ist provinziell. Ich habe auch schon in der Großstadt gelebt, zum Beispiel in Warschau, 3 Monate, habe das extrem anstrengend empfunden. Zu viel Verkehr, zu viele Leute, zu viel Angebot. Ich finde es perfekt hier in Basel. Hat eine sehr gute Größe. Es ist ein bisschen provinziell, aber genau das, was der Heinz sagt. Man trifft immer wieder Leute, aber es ist auch nicht so hängen geblieben, dass man immer die gleichen Nasen sieht. Also es gibt auch so ein bisschen Blutaustausch in Basel. Es kommen immer wieder neue Leute. Magali, wie sagst du das? Gundelianerin. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich meine, ich bin in Basel aufgewachsen, lebe schon seit immer hier. Und ich finde, man sieht immer wieder die gleichen Menschen. Aber ich habe das Gefühl, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass halt mein Umfeld einfach schon seit immer da ist. Aber Basel verändert sich heftig fest, habe ich auch das Gefühl. Und eigentlich ist es herzig. Es ist herzig, aber habt ihr nicht einmal das Gefühl, ich habe den Eindruck, wenn ich zum Beispiel einmal in Zürich unterwegs bin, oder Zürich ist extrem dynamisch. Oder? Klar, ist auch von der Grössendimensionen nochmal anders, aber dort wird so viel gebaut, die ganze Zeit irgendwie wieder neue Sachen, neue Beizen, neues Angebot. Und in Basel habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen, ja, es gibt schon Veränderung, aber es ist dann doch alles sehr ein bisschen im bescheidenen Rahmen und es fehlen so ein bisschen einmal die grossen Würfe. Ja, das ist natürlich schon richtig, aber das musst du so sehen, dass jetzt ist von der Bevölkerungsgröße her, ist das, das hat mit dem zu tun. Es sind einfach viel mehr Leute in Zürich und dann passiert halt einfach mehr. Also du kannst da, wird ja relativ viel gemacht. Ich bin eben jetzt der Meinung, dass auch für die Jungen viel gemacht wird, aber das kann man so ein bisschen sehen, wie man es will. Oder? Also das ist, ich bin ja nicht mehr in dieser ganz jungen Szene rein. Ich bin eher schon bei den Rentnern, oder? Und von daher ist das also, für mich ist genug los da. Aber gibt es in Basel nicht, also ich will Basel nicht schlecht reden, wir wissen, es ist eine wunderschöne Stadt, wir leben alle sehr gerne hier. Ja. Aber gibt es nicht auch so ein bisschen eine Mentalität, das kannst du vielleicht besser beurteilen, auch als Auswärtiger, so ein bisschen, so etwas, doch trotz allem Konservatives. Man gibt sich zwar sehr weltoffen, aber man will dann trotz allem irgendwie, dass die Sachen so bleiben, wie sie sind. Und weniger, vielleicht jetzt weniger Abenteuerlust. Als jetzt in Zürich oder in anderen... Ja, das ist natürlich klar, aber das wird auch... Ich denke auch, die Abenteuerlust da für neue Sachen wird man auch geblockt. Wird abgeblockt, ja. Ja, da wird abgeblockt. Und zwar, sei es jetzt von Anwohnern oder sei es sonst von jemandem oder von der Politik. Es ist schon schwerfällig. Das ist ein bisschen schade, oder? Also es passiert, wenn jemand etwas machen will, dann wird das abgeblockt. Wie erlebst du das konkret als Gewerbetreibender jetzt in der Stadt? Ja, kann ich zum Beispiel ein Beispiel sagen. Wir haben jetzt am Mehrplatz unten, habe ich gefunden, jetzt ist der Globus zu und wollte auf dem hinteren Teil von meinem Blumenwagen habe ich am Samstag eine Güppli-Bar machen. Und dass einfach die Leute so vom 10 Uhr bis um 4 Uhr am Nachmittag können bei mir hinten dran, also ich hätte das schön eingerichtet, alles, ich habe genügend Platz, eine Güppli-Bar machen. Einfach ein Treffpunkt. Und das ist also knallhart abgeblockt worden, oder? Von Messen und Märkten. Mit der Begründung, es ist nicht branchengleich. Da habe ich gesagt, ja gut. Also, aha, du kannst quasi, wenn du einen Blumenstand hast, kannst du nicht auch noch ein Schämpchen auswischen. Ja, gut. Und ich hätte ja da auch, eben, die anderen können es ja auch.
Und ich habe jetzt, das ist jetzt gerade ein Beispiel, oder, wo einfach alles blockt wird. Oder? Und da hast du keine Chance. Bleiben wir vielleicht gerade bei dem Thema Marktplatz, oder? Du bewegst dich dort, du hast jetzt den Stand an mehreren Wochentagen. Ja. Der Marktplatz ist eine riesige Baustelle im Moment, wenn man dort vorbeiläuft. Wie ist im Moment dort die Situation für euch als Marktstandbetreiber? Es ist so, also im Prinzip können wir leben damit. Der riesige Bau vom Globus, das gab 4 Jahre und nicht 3, da bin ich fast sicher. Mhm. Und das behindert schon. Und dann kommt dazu an, dass der Fußgängerbereich an und für sich nicht safe ist. Oder? Also die Leute bewegen sich wirklich sehr gefährlich auf der Straße und die Leute fühlen sich nicht mehr so wohl. Merkst du das auch dann an der Kundenfrequenz? Ja, wir haben weniger Kunden in der Stadt. Das ist klar. Und dann schaust du die Freien an. Und dann, also es ist eine riesen Baustelle alles. Oder? Und das ist natürlich das Problem. Und jetzt du quasi zusammen mit den Behörden, wie sie euch informieren? Null. Das ist echt nicht gut. Also ich sehe auch, dass Stadtmarketing an und für sich nur ein Problem ist. Also kein Problem ist das, aber das ist ein Ziel, möglichst viele Touristen in die Stadt zu holen. Mhm. Aber das sind nicht unsere Kunden. Oder? Also die kaufen nichts. Und man sieht es jetzt ja, wenn du durch die Stadt durchläufst, Entschuldigung, dann ist es so, dass da ständig die riesen Reisegruppen mit den Tafeln umeinander laufen, die konsumieren nichts. Die gehen nachher schnell irgendein GoPros Fläschchen Mineralwasser holen und schon wieder sind sie wieder auf ihrem Schiff. Ja, und die haben ja wahrscheinlich auch keine Freude, wenn am Marktplatz so eine riesen Bauhütte steht und wenn sie nicht durch die freie Straße nicht dort super können shoppen können. Also man kann sie ihnen fast nicht verübeln, dass sie eigentlich gar nicht konsumieren wollen. Es ist fürchterlich. Es ist einfach ein Problem. Ich habe das so mit dem Stadtmarketing auch geredet und das Problem ist einfach, die wollen die Heizungssachen ausbauen, Fernwärme. Ja. Und ja, das geht halt einfach jetzt ein Zeitchen. Aber es ist unglücklich. Ja, da können wir auch noch viel mehr Baustellen auf uns zu. Es wird nicht schön. Oder? Aber macht es noch Spass unter diesen Umständen auf dem Markt sein? Oder sagst du irgendwann, jetzt habe ich genug? Nein, ich sage nicht, ich habe nicht genug. Ich tue mich anpassen dieser Situation, weil wenn du ein Unternehmer bist, musst du dich mit dem auseinandersetzen, was du hast. Und nicht die Grinde einziehen und sagen, oh je, bin ich arm. Also mir geht es an und für sich gut dort unten. Jetzt ist Sommermonat, jetzt ist es ein bisschen ruhiger, aber ich freue mich schon wieder auf den Herbst, das kommt gut. Der Marktplatz ist in einer anderen Hinsicht noch ein Politikum, die ganze Diskussion, die Trams, die dort durchfahren. Es gibt immer wieder Ideen, dass man aus dem Marktplatz eine Piazza macht, ohne Trams, dass man dort schön rausstuhlen kann, dass auch die Fußgänger ein bisschen sicherer unterwegs sind, nicht ständig behindert werden durch die Trambahn. Du, der dort gestanden hast, wie siehst du das? War das eine Aufwertung für den Marktplatz? Nein, also Tram. Kein Tram mehr in deiner Stadt, das ist ein Blödsinn. Und das, also, das funktioniert nicht. Aber was ich gut fände, da redet man ja schon seit 5 oder 10 Jahren, also das Ausebnen über das Rathaus, dass die Straße wegkommt dort. Aber sie sagen jetzt ja, dass das eventuell passiert, wenn sie oben abgeplättelt haben, also bis die Freie fertig ist, dass das dann das nächste Projekt ist. Aber wenn ich sehe, es droht war am Meerplatz, das hast du vielleicht auch schon gesehen, gerade hinter meinem Stand, da hat es einfach Löcher drin. Und die alten Leute stolpern dort drüber. Und das ist aber nicht erst seit gestern. Also es wird einfach nicht richtig geschaut. Wenn wir den Marktplatz jetzt würden bewerten auf einer Skala von 1 bis 10, was Aufenthaltsqualität angeht? Ja, so 5. Ja, das ist aber eher vernichtend für den repräsentativen Platz von Basel. Ja, das ist ein Problem, oder, das wir hier haben. Oder? Weil im Prinzip Tramli braucht es. Also das bin ich. Da schon mal die Leute in die Stadt reinbringen. Sonst kommen die Leute nicht rein. Oder? Das ist auch nicht gefährlich. Die Seite, das ist okay. Aber man kann ja im Prinzip den Rest ausbauen. Und Bäume pflanzen oder weiss ich was. Also, da kann man etwas machen. Aber du musst ja dann trotzdem irgendwo die Stand. Der ist ja mobil. Du bist ja auch mit dem Auto unterwegs. Das Problem ist ja, dass das eine Autobahn ist dort hinten. Und dass einfach zu viele Leute Bewilligungen haben, zum reinfahren. Es hat einfach jede und jede Fahrt dort hinten. Und zwar einfach, das haben wir jetzt auch festgestellt, das ist einfach schlecht. Und da muss man einfach aufhören mal mit dem. Also ist die autofreie Innenstadt da noch nicht... Nein, die funktioniert doch überhaupt nicht. Weil da schaut auch niemand. Es ist völlig egal und man kann also die Autos zählen. Also hinter meinem Stand vor dem Rathaus, da fahren täglich Hunderte, wenn nicht Tausende von Autos durch. Die nicht dort auch anliefern? Nein, die einfach durch die Stadt durchfahren. Und man hat ja dann gesagt,
was machen wir mit diesen Poller zum Beispiel? Ja. Ja, das muss wahrscheinlich das Politikum sein. Wir haben da die Polizei auch schon angesprochen. Oder? Und das ist natürlich das Politikum, scheint's. Dass die einen sagen, die Geschäfte sagen, nein, wir müssen immer reinfahren. Wobei ich sehe, in Ascona überall funktionieren da die Poller. Mhm. Und wenn jemand eine Zufahrtsbewilligung hat mit einem Geschäft, dann kann ich ja das Kärtchen anheben und dann kann er schnell anfahren, ausladen und wieder weg. Also es muss, die Leute parkieren da hinter meinem Stand den ganzen Tag. Also du plädierst da eigentlich für einen dezidiert noch mehr linke Verkehrspolitik, die dort noch restriktiver vorgeht gegen den Verkehr. Ja, eben, es ist nicht, ich tue nicht unbedingt die linke Verkehrspolitik befürworten, aber also Innenstadt darf die durchaus autofrei sein. Also das darf sein. Und Anlieferungen, okay, aber das kann man ja in anderen Großstädten auch. Mhm. Gibt es das ja auch, also wieso soll es das bei uns nicht geben? Du bist noch in einer anderen Hinsicht betroffen, so ein bisschen von der Innenstadtpolitik oder vom Innenstadtleben. Du lebst selber in der Innenstadt. Und jetzt gerade im Sommer häufen sich ja auch wieder die Klagen von Innenstadtanwohnern. Wir haben zum Beispiel gerade hier oben gehabt, in der St. Alban Vorstadt, die Geschichte mit dem Brunnen, wo die Leute noch bis zu oben spät gehen baden und Lärm machen. Wir haben es am Rheinbord, Anwohner, die sich nerven. Wir haben es dort im Bereich Theater von Jugendlichen, die dort noch bis spät zu oben unterwegs sind. Wie erlebst du die Diskussion selber als Innenstadtanwohner? Ja, das ist halt einfach so. Also ich sehe das nicht so tragisch, weil wenn du in der Innenstadt wohnst, dann sagt man Eventzone. So, also, was soll das? Mhm. Mit dem musst du leben, sonst musst du halt eben einfach irgendwie auf Basel-Land rausziehen. Nach Hölsten. Ja, oder Hölsten, oder? Und dort ist dann nichts los. Oder doch, vielleicht baden sie ein Brunnen. Ja. Aber, also, von dort her, es ist Eventzone. Und da passiert es halt einfach, oder? Und wenn man am Rheinbord wohnt, dann muss man sich nicht wundern, dass dort Leute sind. Das ist halt einfach so. Es ist nicht unbedingt angenehm, aber man muss mit dem leben. Also du sagst, man kann nicht alles haben. Man kann nicht mitten in der Stadt wohnen und dann aber auch den Anspruch haben, dass es dann schön ruhig ist. Niemals. Das funktioniert nicht. Sonst haben wir eine tote Stadt. Ja. Sonst das wäre ja nicht, das ist ja dann überhaupt nicht das Ziel. Das sieht man im Gross-Basel, ist es ja relativ ruhig. Also man muss ja schon sehen, am Schluss ist es Wochenende. Mhm. Und sonst unter der Woche ist es eigentlich also nicht so tragisch. Also die Leute hier in der St. Alban Vorstadt, die über den Brunnen nerven, die übertreiben? Nein, ist gut. Ich meine, wenn ich dort wohnen würde, hätte ich auch keine Freude. Oder? Und vielleicht wäre es eben ein Miteinander wäre noch schöner. Oder? Ja. Also dass zum Beispiel die Leute einfach nicht im Vollsuff im Brunnen baden und einen Huren Mais machen. Mhm. Im Brunnenbad ist nämlich gar kein Problem, aber der Mais. Ja. Aber das kann man ja dann auch mal von sich aus selber ein bisschen höflich sein mit den anderen und ein bisschen Rücksicht nehmen auf die anderen Leute. Aber hast du das Gefühl, dass die Bereitschaft abgenommen hat in den letzten paar Jahren? Dass die Leute jetzt rücksichtsloser sind im öffentlichen völlig, Raum? Völlig. Das sieht man am Littering. Mhm. Und du siehst ja am Morgen, wenn ich sehe auf den Theaterplatz runter, das sieht aus grossig. Ja. Und ja, das muss man einfach sagen. Und die armen Leute von der Stadtreinigung, also arme Leute, die haben den Job dort, aber die machen ihren Job gut. Und das ist aber ein Selbst jetzt, oder? Und es fliegt einfach alles am Boden ab. Magali, du bist glaub, die Jüngste in dieser Runde. Das ist eigentlich so ein bisschen deine Kolleginnen und Kollegen, die da oben unter... Also nein, ich will niemals beschuldigen, aber so ein bisschen... Ja, du bewegst dich hier in dieser Stadt, oder? Wie nehmt ihr das wahr, oder? Wenn ihr da irgendwie unterwegs seid in der Stadt und dann kommen Anwohner und sagen, ihr seid zu laut. Hat man noch Freiräume als Anfangs 20er in dieser Stadt? Also ich würde jetzt schon sagen, dass man schon noch Freiräume hat. Ehrlich gesagt muss ich zugeben, zu mir ist noch nie jemand gekommen und gesagt, ich soll still sein, weil vielleicht bin ich auch einfach anders. Aber also ich würde schon sagen, dass es so ein Miteinander und man sollte nicht so egoistisch sein eigentlich. Also man sollte auf sich aufpassen, schauen, dass man nicht allzu laut rumschreit und halt auch ein bisschen Verständnis haben und irgendwie vielleicht nicht gerade sofort die Polizei anrufen, wenn mal jemand ein bisschen lauter ist. Aber ja. Ein verständnisvolles Miteinander. Luca, du hast auch mal gerade neben der Kaserne gewohnt, dort ist auch immer viel los. Ja, also, aber das ist, ich habe es da auch ein bisschen mit dem Heinz, der sagt, wenn du in der Innenstadt wohnst, oder bis das noch Innenstadt ist, halt im Kleinbasel direkt beim Rhein, es war eigentlich lustig gewesen, oder? Man hat immer ein bisschen rausgeschaut, es ist etwas gelaufen. Ich habe es dann heikel gefunden, wenn ich wirklich das Gefühl hatte, die Stimmung ist auch so ein bisschen geladen. Also es hat es manchmal gegeben, dass ich so am 12, 1 am Morgen heimgelaufen bin, wenn ich noch etwas trinken bin und dann
Das war vor allem während Corona, wo eigentlich nur noch Jugendliche um die 18, 19, 20 dort rumgehängt sind und wirklich auch halt getrunken haben, aggressiv gewesen sind. Und darum finde ich das Miteinander eben auch lässig. Darum ist es einfach wichtig, dass wir alle dort sind. Weil das ist normal. Ich glaube, in diesem Alter will man einfach ein bisschen blöd tun. Und man muss sich jetzt die Hörner abstoßen. Es ist einfach blöd. Es ist eigentlich eher blöder, wenn sich das so segregiert. Und dann, dass es einfach wie so Zonen hat, wo es einfach gefährlich ist zum Durchlaufen, weil nur gewaltbereite junge Männer umeinander sind. Aber wenn alle Platz haben am Reibord, dann finde ich das auch fast das Wichtigste. Und du hast schon recht, also wenn es so zu laut ist, solltest du vielleicht einfach ein bisschen, es gibt ja genug Quartiere, wo gar nichts los ist dafür, oder? Wo man sehr gut durchschlafen kann. Ja, das denke ich auch. Ja. Absolut. Ich würde gerne nochmal weg von der Diskussion, so den öffentlichen Raum, mehr nochmal so in den Bereich gehen, Genuss. Wie kann man in Basel auch den Sommer genießen? Was kann man da Schönes machen? Hier nochmal meine Frage an dich, Heinz. Du kennst die Gastro-Szene recht gut in der Region, aber was, jetzt vielleicht abgesehen von der Büwetten am Rhein, was fehlt auch noch aus deiner Sicht? Was hat Basel noch nicht? Was wäre noch schön? Wir müssen nicht unbedingt Restaurant sein, keine Art. Jetzt haben wir zum Beispiel die neue Rooftop-Bar dort bei der Kaserne. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen bist. Das ist ja so ein neues Highlight. Ja, da, aber da gehörst du dann eben auch wieder da wohnen, oder? Da habe ich da schon. Wo zu mir kommen, oder? Und sagen, oh, ich mache jetzt da noch eine Bar auf dem Dach oben. Und das ist die ganze Nacht laut. Ja, aber sie wohnen dort, oder? Nein, also ich finde, es wird gut gemacht. Es fehlt nichts. Also ich fühle mich hier in dieser Stadt wohl. Es dürfte noch mehr Beizen haben, das haben wir ja schon gesagt, oder am Reibord, aber das wird wahrscheinlich gar nicht möglich sein, weil von der Bausubstanz her geht das nicht. Oder? Mhm. Aber sonst, also, weißt du, dass man so ein bisschen öckeln kann? Aber weißt du, gibt es irgendwie so eine Art Restaurant oder eine Art von Essen, die du in Basel nicht kriegst? Also ich zum Beispiel finde, Basel braucht dringend ein georgisches Restaurant. Das ist zum Beispiel eine Esskultur, die in Osteuropa extrem populär ist, aber wo einfach noch niemand auf die Idee gekommen ist, das wunderbare Essen hier zu importieren. Geht es dir ähnlich bei etwas? Ja, jetzt hat er einfach nein, überhaupt nicht. Aber also ich müsste jetzt nicht georgisch haben. Mir hat sich jetzt viel Pizzeria summen. Und ja. Einfach jeder meint, jetzt müsst Pizza, Pizza, Pizza. Und ich meine, es gibt etwas anderes als Pizza. Wo gibt es denn die beste Pizza in der Stadt? Ja, die auch mir, unten rein bei mir. Ah, klar. Da kannst du bestellen. Das ist so ganz einfach. Das ist unparteiisch. Wissen sie dort schon, was du willst, wenn du ja, die wissen schon, was ich will. Das Plätzchen ist gerade reserviert. Das ist nicht objektiv gewesen, aber es ist schon so. Also ich bin happy dort. Magali, was ist aus deiner Perspektive? Was fehlt in der Stadt? Was hättest du gerne noch mehr? Also was mir persönlich so als junge Frau mega, mega fehlt, ist so eine Art Bagelbar. Ja. Das gibt es irgendwie überall. Man schaut einmal auf TikTok oder Instagram vorbei und man sieht, in New York gibt es, in Zürich gibt es glaube ich auch, oder in London, überall, aber in Basel fehlt es. Was meinst du nicht, dass das jetzt dann irgendwann mal kommt in der Freien? Weil wir haben ja allem für sich viele leere Geschäfte. Ja, ist so. Und ich kann mir vorstellen, also so, wie die Politik sagt, ist das ja alles in Ordnung, es wird alles, wenn das fertig ist, sind die alle wieder ausgemietet. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so etwas so eine gute Idee wäre. Ich hoffe es mega. Ja. Ich wäre sofort Stammkundin, also wenn das irgendjemand machen möchte. Aber du hast ja am Spalenberg überall, du hast ja überall leere Flächen. Ja. Also da könnte man schon etwas reinmachen, ohne grossen Aufwand. Oder? Ja, gerade bei der Freistrasse hat man ja das Gefühl, es fehlt auch noch ein bisschen das Angebot. Oder? Weil sonst ist es einfach eine reine Shoppingstrasse und man kann nie so wirklich verweilen. Oder? Ja. Das ist ein Starbucks, toll. Aber, das war's dann. Ja. Ja, nein, und ist keine gute Shoppingstraße im Moment. Also, ich meine, das muss man schon sagen. Ist das so? Ja, das ist eindeutig so. Was also, fehlt? Oder was ist, ja, das ist ein Einheitsbrei? Es ist ein Einheitsbrei. Ja. Es sind einfach nur die Grossen. Aber ist das nicht in jeder Shopping? In Zürich Bahnhofstrasse ist ja auch nur... Ja, aber du hast dort eben nachher deine Boutique. Und du hast mehr Auswahl. Mhm. Also, die Bahnhofstrasse, klar, aber die kannst du nicht mit dem Freien vergleichen. Ja. Also, das sind zwei Paar Schuhe. Oder? Aber also, das fehlt da schon. Wir haben schon gute Läden da, die sind gut versteckt und die findest du. Aber also, die Freienstrasse ist keine gute Shoppingmeile. Also Gastro in Basel okay, aber Shopping Luft nach oben? Auf jeden Fall. Was müsste denn anders laufen? Oder was ist das Problem? Ich meine, wir haben ja eigentlich eine kaufkräftige Kundschaft, wir haben ein relativ grosses Einzugsgebiet, Leute, die aus dem Speckgürtel in die Stadt kommen. Ja, ich weiss es nicht genau, wo es liegt. Oder? Also meine, für mich ist es jetzt so, für mich gibt es an und für sich zwei, drei Läden, wo ich hineingehe shoppen. Oder wo ich meine Klamotten kaufe oder sonst. Und sonst gehe ich halt einfach auf Zürich, auf Deutsch gesagt. Oder? Es hat
keine gute, richtig lässige Schuhläden hat es nicht. Und, oder wenig. Und das ist einfach ein bisschen, ja, es fehlt. Was man auch immer hört, oder, die Klage aus dem Detailhandel ist, die Leute gehen ins Deutsche oder nach Frankreich. Das ist das Problem. Oder man geht dann lieber in Freiburg shoppen. Also das finde ich schade, weil das finde ich also nicht nötig. Also wenn ich sage immer, es gibt nur einmal einen Grund, wo man ins Deutsche rausgehen kann. Und das ist, wenn eine große Familie mit wenig Einkommen, die einmal in der Woche ihren Einkaufskorb füllt mit Lebensmitteln. Mhm. Das verstehe ich. Aber nicht so zwei Haushalte, also einfach zwei Leute in einem Haushalt rein, die gehen das Filet im Hieb holen. Also das geht gar nicht. Geht gar nicht? Nein, geht gar nicht. nein, da haben wir im Prinzip genug grosses Angebot in Basel. Also gut, jetzt fehlt der Globus. Ja. Das ist auch schade und das geht noch lange. Das ist ein Verlust für Genussmenschen in dieser Stadt. Ja, also ich sage es ja so, wir müssen mal schauen, was da rauskommt, oder? Also die wollen ja neue Globus. Ja, die wollen ja so ein Macy's machen, oder weiß ich was. Und ich weiß nicht, ob das denn in Basel so dick ankommt und ob das funktioniert. Oder? Weil dass ein hochpreisiges Einkaufserlebnis da ist, die brauchen dann noch ein bisschen Zeit, um das durchzubringen. Aber wir werden es sehen, oder? Vielleicht um die Runde noch abschließen. Wir haben jetzt viel darüber geredet, was in Basel gut läuft, was vielleicht weniger gut läuft. Aber was sind so eure Wünsche für diese Stadt? Ein Wunsch, was soll sich die Politik kümmern, was soll es da noch mehr geben, welcher Laden soll da ankommen, welche Beiz? Ja, für mich ist es, wünsche ich mir eigentlich im Prinzip, dass die Politik ein bisschen aktiver wird und nicht einfach, ich sage es einfach so, wie es ist, nachdem dass sie gewählt sind, ist der Bürger nicht mehr so wichtig. Dann machen sie einfach, was sie wollen. Und was machst du das fest? Ja, das kann man zum Beispiel, man kann da den Namen nennen, Esther Keller zum Beispiel, sehr bürgerlich, also eigentlich überall gut angekommen. Und jetzt, die Tramli-Stationen mit Bäumen abreißen und weiss ich was. Also es ist nicht mehr sehr bürgernäher. Ja. Also eine bürgernähere Politik. Bürgernäher, ja. Wünscht sich der Heinz, ja. Luca, dein Wunsch? Ja, definitiv. Was du auch schon angesprochen hast, Heinz, mehr Büwette. Aber ich plädiere dafür, es gibt so viele schöne Parks in den Quartieren in Basel, wo einfach ein Gastroangebot fehlt, auch in einem Neubad oder bei mir im Gundeli zum Beispiel. Ich habe jetzt gesehen, der Wielandplatz wird aufgewertet und da soll dann auch mal eine Büwette nachkommen. Ich glaube, es fehlt einfach an so grünen Genussoasen in Basel. Das würde ich mir wünschen für die nächsten paar Jahre. Magali, dein Wunsch für Basel? Vielleicht ein bisschen so im Allgemeinen, dass man ein bisschen mehr aufeinander aufpassen sollte. Das heisst, dass man ein bisschen mehr schauen sollte, dass es allen gut geht, ein bisschen Verständnis haben. Also die Jüngeren sollten Verständnis haben für die Älteren ein bisschen für die Jüngeren. Und halt einfach so ein bisschen mehr Liebe verteilen. Gut. Oli zum Schluss. Ja, gern, sehr gern. Eine Klage, die man eigentlich immer wieder hört. Was ich mir wünschen würde, wäre vielleicht doch alle ein bisschen weniger Perfektion, auch ein bisschen weniger Bauernregulierung. Ich finde, wir haben während Corona gute Ansätze gesehen, zum Beispiel, dass eben Beizen mehr haben können rausstuhlen, wo man vorher immer gesagt hat, oder, das ist gefährlich wegen der Fußgänger und so weiter. Ich glaube, so Sachen würde die Stadt noch mehr aufwerten, wenn nicht noch jeder letzte Quadratmeter auch noch einfach durchreguliert und perfektioniert wäre, wenn man einfach ein bisschen mehr Leben würde zulassen, teilweise in unseren Strassen, einmal ein bisschen mehr etwas wagen, da dürfen sich auch mal ein bisschen lauter sein zu oben noch. Ich glaube, das würde die Stadt enorm aufwärmen. aufwärmen. Aufwärmt ist sie schon. Von dem her, ich glaube, wir sind uns alle einig, wir haben eine wunderschöne Stadt. Wir genießen es alle hier. Und damit wären wir am Ende von diesem Sommergespräch. Ich bedanke mich recht herzlich. Heinz, schön, bist du hier. Danke, es war der Blausch. Dankeschön auch Luca und Magali fürs Mitdiskutieren. Dankeschön unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Damit wären wir am Ende und bis nächste Woche. Adieu zusammen. Feurobenbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern, Sie merken das.